Olaf hat uns gebeten, dass wir den Eura 760i mit Einzelbetten vorstellen. Dem Wunsch kommen wir, wie bei mehreren anderen, ja auch sehr gerne nach. Und da stehen wir schon davor. Das ist der. Sieht gut aus. Und da schauen wir jetzt mal, wie der von außen sich macht. Ja? Und von innen natürlich auch. Klar, zuerst von außen. Erst außen, dann innen. Genau. Das ist also der Grundriss von dem. Und dann schauen wir gleich zum Preis. Also dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, kostet 123.000 Euro und hat 130 PS Motor, also Aufpreise fallen da auf jeden Fall schon mal an. Und der ist auch zugelassen bis zu 5,5 Tonnen, also das ist schon ein großer, das ist aber ein Zweiachser. Mit Automatikgetriebe hat er jetzt hier alles drinnen. Dann schauen wir mal, ob wir die Daten bekommen. Technische Daten, 7,89 Meter lang, 2,32 Meter breit, also der ist schon mal mit knapp 8 Meter etwas, ja, ein längeres Fahrzeug, ja, er steht sehr schön da und jetzt schauen wir mal, wie das außen, die Heckgarage aussieht. Ja, also die Garage ist schön breit. Ist gut nutzbar, vor allem was ich praktisch finde, sind diese kleinen Fächer, die hier eingebaut sind. Und ich würde sagen, da bringt man sehr gut zwei Fahrräder unter und Liegestühle und alles passt genauso dazu. Hat auch zwei Türen auf der gegenüberliegenden Ja, Seite. Das ist ganz wesentlich. Zwei gleich große Türen auf beiden Seiten. Und auch Verzurrösen sind angebracht. Auf rechts nur unten und auch links nur unten sehe ich als kleinen Nachteil an, weil man eben oben auch verzurren muss. Aber was ich da sehe, da ist eine Hydraulik. Das heißt, da kann man noch die Decke lupfen. Das muss ich mir innen anschauen, ob man hier sogar das Bett aufklappen kann und dann an die Garage rankommt. Das wäre natürlich eine super Sache. Also ich bin ja schon sehr schlank, ja, aber da komme ich auch nicht rein. Da können wir jetzt nur schätzen, was dahinter ist. Gas, Elektrik natürlich, aber das müssen wir uns beim anderen Fahrzeug anschauen. So, sehr schöne große Eingangstüre hat er. Ob es extra ist, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, wie ich das mir gedacht habe. Man kommt vom Schlafbereich in die Heckgarage rein, indem man das hochklappt. Und das halte ich für eine ganz geniale Sache. Also da können sich viele Hersteller eine Scheibe abschneiden, denn auf so eine Lösung muss man erstmal kommen und die Lösung ist wirklich ganz gigantisch. Man kann hier auf beide Betten hochmachen und hat vollen Zugriff in die Heckgarage. Also, das ist wirklich eine tolle Lösung. Hier oben hat man überall die Ablagefläche. Und was ich jetzt wieder etwas als kleinen Kritikpunkt anbringen muss, das ist, dass keine Ablagemöglichkeit vorhanden ist für Handy und Co. Weil das macht sich immer ganz gut, wenn das in der Mitte ist. Jetzt schauen wir uns mal den Schlafbereich. Du bist zu weit weg von mir. So, und jetzt seht ihr den Kritikpunkt, den ich ja immer wieder anbringe. Man liegt hier und es bewegt sich was aus und man sieht nicht. Man kann nicht rausschauen, das mache ich bei meinem Fahrzeug, lege ich mir einfach zur Seite und dann sehe ich, was da losgeht. Hier muss ich immer aufgehen. Wenn ich nach hinten schauen will, muss ich sogar noch weiter vorgehen. Jetzt hättest du fast den Kopf angehauen, ja. Hast du das gar nicht bemerkt, gell? Also, das muss ich sagen, das ist nicht so optimal. Dann, was mir fehlt hier in dem Bereich, da gehört einfach eine Ablagemöglichkeit. Man hat hier nur zwei Lichter. Mal die Ablagemöglichkeit da oben, das ist okay. Aber
doch, und mit Stromanschluss. Also man kann hier, hat hier, gibt's noch mal die Kamera? Man hat hier oben also auch einen USB-Anschluss und eine Steckdose, sodass man also sein Handy, Wecker und so weiter ablegen kann. Aber es ist immer ein Gefutzel, dahin zu kommen. Einfacher wäre es, wenn man das hier anbringen würde. Aber gut, so ist es. Dafür hat das Fahrzeug also schon einiges an Besonderheit, das muss man ganz klar sagen. Also ist ein ganz tolles Fahrzeug. Die vielen Klappen, die es hat, kann man gut nutzen. Schauen wir ums Eck rum. Da haben wir hier den Fernseher untergebracht und da sind auch noch mehr Ablagemöglichkeiten. Und auf der anderen Seite haben wir einen kleinen Schrank. Ja, dann haben wir hier den Vorhang. Ne, das ist kein Vorhang, das ist so Plissé. Das ist ein Plissé-Vorhang, ja. Ja, also ich finde, es ist ein tolles Fahrzeug. Was ich auch gut finde, ist, dass die Fenster nicht so groß sind. Der Nachteil ist, dass sie zu weit vorne sind, ganz klar. Aber ein Vorteil ist, dass sie nicht zu groß sind, denn das ist etwas, was wir bei unserem Fahrzeug ein bisschen bemängeln. Das müsste nicht so groß sein, das Fenster hinten zum Schlafen. So, wir haben hier auch ein Raumbad, das ich Raumbad nennen darf. Ja. Mach mal den Schrank auf, bitte. Das sind zwei Schränke, zwei schmale Kleiderschränke. Das sind zwei kleine schmale Kleiderschränke. Und nach unten geht ja auch noch ein Schrank. Ne? Noch. Hier ist auch noch mal ein Schrank. Ja. Also es sind zwei Schränke. Also das ist vom Grundriss her ein ganz, ganz tolles Wohnmobil. Das muss man mal ganz klar sagen, das auch unseren Geschmack absolut treffen würde. Ja, die Dusche sieht natürlich super aus. Ja, der einzige Nachteil ist bei der Dusche, dass da wieder der Radkasten im Weg ist. Das sehe ich jetzt als kleines Handicap an. Aber es ist halt so, das perfekte Fahrzeug gibt es nicht. Dann haben wir hier das Badezimmer. Sieht elegant aus, würde ich sagen. Ja. Elegant. Und es ist sogar, das Badezimmer ließe sich sogar alleine nutzen, also wenn man das komplett zumacht. Mach mal zu, Bossi. Also aber auch hier gilt, das ist sehr eng, aber umso dringender, umso größer das Bedürfnis, umso größer wird dann auch schlussendlich das Bad. Es ist nicht viel größer als in den gängigen Wohnmobilen, die auch etwas schmäler sind. Aber zur Not würde es gehen. Aber man braucht es ja so nicht benutzen, weil man hier ein schönes Traumbad hat, was man also auch optisch von beiden Seiten abtrennen kann. Ja, und das halte ich für ganz, ganz essentiell in dieser Preisklasse. Was mir auch auffällt, ist, dass an der Dusche kein Dachfenster ist. Sehe ich etwas als problematisch an, weil man nach dem Duschen doch ein bisschen durchlüften sollte, denn da bleibt ja doch eine Restfeuchtigkeit vorhanden. So, dann haben wir hier unterhalb der Betten noch zwei Schränke mit Einteilfächern. Hier auf der anderen Seite. Also, ich würde mal sagen, Platz ohne Ende. Wer da seine Kleidung nicht unterbringt, der bringt sie in ein Einfamilienhaus auch nicht unter. So, da sind wir im eleganten Küchenbereich. Das ist alles in Weiß gehalten bei diesem Ausstellungsfahrzeug. Weiß ist natürlich keine Farbe, die besonders glücklich ist für Wohnmobil, Ossi. Ja, für uns jetzt nicht. Also ist vielleicht etwas empfindlich, aber das sieht natürlich super elegant aus. Ja, ist ja auch die Lederausstattung. Ja. Und wir beide schütten uns schon mal gegenseitig ein Glas Wein, nicht ins Gesicht, aber über die Hose, ja. Und da ist Weiß nicht die optimale Farbe, ja. Für uns jetzt nicht, aber sieht echt super aus. Aber welche Wein trinken können, die können das natürlich nehmen. So, dann haben wir hier den Kocher. Ja, also das ist alles wunderbar, das ist auch so viel Platz da. Also ich würde schon sagen, das ist alles sehr gut gelöst. Auszug. Ein großer Auszug. Großer Auszug. Da haben Sie die Option, den ganzen Tag hier zu fahren. Das ist für mich ja gut, keine Modelle zu haben. Ja, so ein Kasten.
Hier haben wir. Wollt ihr das raus? Ja, es ist halt so, mit manchen Leuten ist das Benehmen nicht so toll. Da haben wir hier einen Backofen und das ist der gleiche Dometic-Kühlschrank, wie wir in unserem Fahrzeug auch haben, wie er üblich ist, auch in dieser Klasse. Natürlich. Da habe ich jetzt gar nicht. Ach, hier haben wir noch einen Dunstabzug, der ist in der Küche integriert. So, hier im Eingangsbereich haben wir noch zwei Fächer. Kleinigkeiten. Das geht gleich auf. Also, da kann man etc. reinstellen. Und die Technik ist mit der Eingangstür sehr praktisch angebracht. Da ist auch noch ein Auszug, also Platz ist ohne Menge vorhanden. Hier ist auch noch ein Schrank. Den Fernseher haben wir hier untergebracht. So, der fährt hier leicht hoch. Und kann man sicherlich auch verschwenken. Also ist gut untergebracht. Der Tisch ist groß, lässt sich nicht erweitern. Aber ich würde sagen, der ist für ein Wohnmobil groß genug. Ja, lässt sich nicht erweitern. Und das ist das Fahrerhaus in Fiat Ducato. Oben drüber das Hubbett. Und ja, es sieht alles sauber aus. Schönes Fahrzeug. Könnte mir auch gefallen. Könnte oder würde? Oder tut? Doch, sehr schön. Mir gefällt es eigentlich sehr gut. Ja. Mit dem Hubbett, ich weiß nicht, ob du machst jetzt etwas knapp mit dem Kopf dran. Aha, also ich habe jetzt da kein Problem gespürt. Ich sitze ja hier sehr gut. Also ich würde sagen, alles in allem ein ganz tolles Fahrzeug. Jetzt müssen wir nur mal schauen, der Preis ist mit 123.000. Natürlich deutlich, also selbst wenn es rabattiert wird, noch über 100.000 Euro. Aber das muss man auch ausgeben für so ein Fahrzeug. Ich müsste nur mal mich kundig machen, noch, wie der Aufbau ist, denn ob da noch Holz verarbeitet wird, wo es ja auch Eurer früher sehr intensiv gemacht hat, ob die jetzt mittlerweile auch mit Schaum arbeiten und holzfrei. Also hier ist die ganze Modellreihe von Eurer Integra. Und hier haben wir die Highlights zum Integra. Das ist der TV-Auszug, was wir gesehen haben im Seitensofa. Luxussofa mit Einzelkissen, praktischer Schrankauszug. Also auch das haben wir gar nicht zeigen können. Timbare Ambientebeleuchtung. Dann haben wir Pilotensitze, beheizt und höhenverstellbar. Schrank- und Türgriffe massiv verchromt. Servicefach für alle wichtigen Anschlüsse. Also super. 5-Kanal-Soundsystem. Stauräume im gesamten Fahrzeug, ja jede Menge. Dann Wellnessdusche mit Wandheizung, multifunktionaler Schrank im Eingangsbereich, habe ich euch gezeigt. Dann die große breite Garage, die Betten mit Wellnessmatratze, Espressomaschine, ja gut, es braucht eigentlich zum Wohnmobil niemand zum glücklich werden. Ja, aber anscheinend haben das doch viele, ja. Ja. Also Ossi sagt dazu. Sehr schönes Fahrzeug, wird mir auch gut gefallen. Ja. Einzige zwei Handicaps, die ich gesehen habe, ohne dass ich jetzt sagen kann, wie der Wandaufbau gestaltet ist. Aber ich denke, der ist auch hochwertig, ähnlich wie immer. Aber einzige zwei Wermutstropfen bei dem Fahrzeug wären, dass keine Dachluke im Bad ist, im Badebereich. Und zweiter Wermutstropfen ist, dass die Fenster im Schlafbereich etwas zu weit nach vorne angebracht sind, dass die nicht ganz hinten sind. Das sind zwei Dinge, die mich stören. Aber auf der anderen Seite hat er so viele Highlights drinnen, wo ich sagen muss, muss man sich überlegen, ob man nicht mit diesen zwei Einschränkungen leben kann. Wenn es für jemanden überhaupt Einschränkungen sind, denn jeder hat ja eine andere Vorstellung. Also ich würde sagen, der hat hier 5 Sterne.
und die hat er sich verdient. Herr Jossi? Ja. Daumen hoch für das Fahrzeug. Absolut. Also, gute Wahl getroffen. Ja. Viel Spaß, solltest du dir einen solchen zulegen wollen. Jawohl. Also. Ciao. We'll be right back.